Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Formel 1 2016. Heute grüßen Kim Eitouch und ich aus Belgien. Genau, so ist es. War ein schönes Rennen letztes Mal, vor allem kurz. So. Ich war soweit. Ja, ich bin auch soweit, seid ihr Kim? Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Bist du schon gepresst? Ja, komm. Wird schon schief gehen. Ja. Das ist immer das Gleiche, ne? Wir sagen immer, wir warten, bis alle gesagt haben, dass sie bereit sind, trotzdem irgendeiner drückt sofort. Aber das Setup war, das ist ja noch relativ schnell gemacht bei der Reifenstrategie nachher, da ist es immer ein bisschen doof. Ja. Das dauert halt irgendwie. Das ist nicht so einfach. Gott, da ist eine schwarze Betonwand. Das sieht nur so aus. Boah! Vollgas durch! Ich hab nicht mal geluft, ich hab einfach draufgehalten. Klar, vor 6 Motoren. Ich bin überzupfen. 30, 6. 31. Habt ihr Vollgas oder habt ihr? Pink. Vollgas. Hast du weggeschmissen? Setup-technisch meine ich. Jo, Vollgas. Nee, 1. Ich hab auch nur 1 nach rechts. Ich hab mir ein bisschen mehr Abboden gewünscht. Ja. Ich hab's das hätte ich jetzt auch gerade gehabt. Scheiße, so ein bisschen. Auto, Fliehkräfte! Oh, ist das eine geile Strecke. Auf alle Fälle. Wenn man sie jetzt auch noch fahren könnte. Scheiß zusammen. Kotzen. 21,4. Was? 20,3, eine Sekunde schneller. Aber kein Pink, also. Die KI ist noch schneller. Ja, ich starte ganz hinten, so schaut's aus. Ich hoffe einfach, dass es nicht regnet. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Ey, letzter Sektor habe ich eine absolute Bestzeit. So, ich habe mein Auto auch mal ins Ziel gebracht. Nice. Ja, als letzter. Nice. Ich bin Sechster. Eitouch, du Erster, ne? Jo. Schön. Nur eine Sekunde. Habe ich am Ende noch mal gehalten oder zumindest mal die ähnliche Zeit wie du gefahren? Ey, 5,3 Sekunden langsamer als Eitouch. Läuft bei mir. Rückwärts, aber es läuft. Läuft aus, aber läuft. Du kannst ja am Ende des Rennens vielleicht nochmal ein Heftchen rausholen, je nachdem, wie es gerade ist. Oh, scheiße. Huch, da ist ja die Orange, habe ich gar nicht gemerkt. Ich dachte, da ging es gerade aus. Na ja. So, ich wäre soweit. Was? Ich noch nicht. Ich habe noch nicht mal den Bildschirm vor mir. Was haben wir immer gesagt? Wir dürfen was einstellen? Frontflügel dürfen wir einstellen, ne? Frontflügel, nur Frontflügel und Strategie. Strategie. Alrighty then. Alrighty then. Yes. Okay. Alter, was hast du gesagt? Du bist bereit? Ich bin bereit. Ich bin noch nicht bereit. Kim, bist du bereit? Die gehen nämlich etwas bearbeitet, aber nur ein ganz klein bisschen. Das hat kein Mensch gesehen, also ich bitte dich. Was hatten wir für eine Zeit da stehen? Ich weiß nicht mehr, warte. 41,47. Okay. 41,34. Was 41,19. Kim, du könntest das Rennen theoretisch gewinnen jetzt. In der Theorie, in der Praxis nö. In der Praxis stehen da ungefähr 21 Autos gegen dich. So, ich hab gedrückt. Wobei, es könnten auch 22 sein. Let's go. Ja, ich hab auch mal gedrückt, so auf spaßeshalber. Warte, nach hinten gucken, wer mal losfährt, ne? Man weiß ja nie, wer da losfährt schon. Ah, der Ricardo fährt. Ah, da ist der Kim. Kim, mach nichts Dummes. Ich muss meine Reifen aufwärmen, weißt du? Na toll, und ich stehe schon wieder zu hinten. Weil Kim links vorbeifährt und vor mir Vettel einfach zumacht. Oh, Alter.
Was kriegt ihr das aus meinem? Was? Ich kann mich dran erinnern, jedes Mal, wenn Kim den Scheiß macht, verkackt das im Rennen. Das stimmt nicht. Eigentlich schon. Alter, ihr, die sind ja immer noch nicht durch die Eau Rouge alle. Oh, zum Glück muss man hier nur 3 Minuten warten, statt den üblichen 2. Na Kim, du gibst ganz schön Gas, ne? Ajo, ich muss ja meine Reifen schon mal ein bisschen anfahren, weißt du, damit es besser geht. Du stehst also aber auch eine halbe Minute dann locker darum, oder? Ich presse das Fett mal schön zusammen. Ich wink mal derweil den, ich steig mal schnell aus und wink den Zuschauern und gebe Autogramme. Muss ja gucken, weißt du, wie sich das volle Auto jetzt bei Speed verhält, weißt du? Das Geile ist, hier auf der Stadt Ziel, da ist doch bei Spa immer diese Kamera direkt an der Box. Au! Wer hat mich abgeschossen? Hey, Alter! Wer hat mich abgeschossen? Ja, eure Reifen glühen jetzt. Ich weiß nicht, Alter. Siehst du das? Rechts oben, rechts über dir, da ist diese Schnur, wo die Kamera mal hin und her fährt. Oh Gott, Mann, ein Wahnsinnig. Von links nach rechts, von rechts. Aber ich sehe es nicht, ehrlich gesagt. Die fährt die ganze Zeit. Ja, jetzt kommt sie wieder. Oh, jetzt bleibt sie wieder stehen. Jetzt fährt sie noch mal ein bisschen. Hast du mich abgeschafft oder hat der mich abgeschossen? Wer, ich? Ich stehe doch schon seit dem Start hier, weil Kim Scheiße macht. Hey Jungs, hallo, hört ihr mich? Hallo, Ruhe auf den billigen Plätzen da hinten. Hallo. Könnt ihr mich sehen? Alter, der Letzte ist gerade durch die Messstelle letzten Sektor durch. Hallo. Voller, da rechts, dann will ich das wegschneiden, wenn es rechts ist. Ey, die überholen mich alle. Ich stehe hier und die überholen mich alle. Was soll das? Rosberg weicht aus, das ist gut. Raikön fährt jetzt voll durch mich durch. Ne, Vettel. Hey, ne, hört doch Raikön. 4300 Standgas, Alter, das ist heftig. Wieso Standgas? Das ist nicht für Standgas, ich gebe nie Gas. Ne, aber es ist voll krass, Dings hier. Es gibt Bentley, Mulsanne ist das. Das ist so diese Mega-Luxusschiff von denen. Mit einem 6,75 Liter V8, den Standard-Bentley-Motor. Ja. Der dreht nur 4300, weil der 1100 Newtonmeter ab Standgas hat. Okay, Boschos. Katastrophale Start. Mal wieder. Ich nicht. Hi, iTouch. Oder da ist was geflogen. Ich sehe iTouch. Ja, die überholen. Höhe, Ausweichmanöver einleiten. Oh, da bleibt der da vor mir stehen wegen dem scheiß Delta, du. Wie viel Prozent habt ihr auf euren Reifen drauf? Zu wenig. 17. 5. Warum bleibt denn der stehen da vorne? Keine Ahnung. Wir können jetzt hier schön Platz machen nach hinten. Hey, Alter, schieb den nochmal an. Darf nicht. Das wurde mir verboten von Mama. Ich habe ein positives Delta, ich darf vorbeifahren. Das wäre geil, wenn man das dürfte, ne? Dafür ist es gedacht, dass man es nicht darf. Ja, witzig wäre es trotzdem. So schön immer neben einem fahren und dann ihn schön aus verhungern lassen, wenn es wieder losgeht. Hey, iTouch, warum wirbelst du denn hier wieder alles auf, hä? Ach, iTouch, was soll denn das? Du hast dich eindeutig auf die falsche Seite gesetzt. Ey, was bremst denn der? Hamilton, was soll das? Du weißt ganz genau, dass der Altertscher vorne wegfahren will. Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ja, Das war nicht ganz ohne. Ich glaube, da hat es gescheppert.
Bald möglichst deine Mutter, Alter. Toll, Alter, weil du Hamilton ausgebremst hast, bin ich jetzt wieder Fünfter. Das ist jedes Mal, wenn du damit einen Zweikampf hast, bin ich der Depp. Ja, sehr schuld. Ja, was hab ich denn damit zu tun dann? Scheißegal. Hey, Kim. Du kennst deinen Job jetzt, ne? Also, ja, genau. Alter, supportest du mich nicht, oder was? Was? Oh oh, da habe ich ein ganz mieses Gefühl. Rosberg fühlt sich jetzt gerade, wie hieß der Typ da, die arme Sau, bei Schumacher Hacking. Oh, Raikön, warum fährst du eine Kurve, wenn ich da bin? Dankeschön, das war's wieder mal. I love it. Ja, ich weiß, dass mein Frontflügel kaputt ist. Ach Mann, ey. Was ist denn bei euch das wieder passiert, Jungs? Raikön fährt eine Rechtskurve, in der ich bin. Okay. Wie heißt der Abschnitt davor, der Schikane? Schikane. Willkommen. Ja, da unten. Da war er dann innen, der Harianto, und hat mich einfach hinten erwischt. Und dann hat es mich gedreht. Zum Glück ist auf der Strecke ja der Frontflügel nicht so wichtig. Ja, gar nicht. Oh, was ist denn jetzt los? Bist du abgeflogen? Im Prinzip. Hast du was kaputt? Nee. Schade. Ist gerade noch gerettet. Kimi Räikkönen zieht jetzt an allen vorbei, an Hamilton und an mir. Geil. Nachdem er mich abgeschossen hat, hat er irgendwie plötzlich Hummel im Hintern, ne? Aber genau, weiß ja, wenn der jetzt ankommt, oh. Naja, kann ich mal die Boxeneinfahrt schon mal testen. Sag mal, wie die so ist. Eng. Eng. Ich glaube, letztes Jahr sind wir hier ins Bahnregen alle abgeflogen. Ne? Ja. Rouge. Ich hab den Anfang gemacht. Vielleicht darum. Ariento? Boah, was ist wieder schwarze Streifen. Also, Alter, du kannst hier bei der Boxengasse richtig schön Vollgas geben, Mama. Wow! Hat er Vollgas gegeben? Hey Kim, du kommst jetzt an mir vorbei. Die Scheiße ist aber mein Reifen. Alter, repariert das Auto schneller, da hinten kommt schon wieder einer angeschlichen. Ach, da wäre nee, wer dein? Ach, ich soll jetzt Gas geben. Das ist ja schön. Und wieder einmal rahmen wir das Feld ein. Nee, nicht ganz. Ah. Naja, jetzt kann ich wenigstens unbesorgt fahren, ohne abgeschossen zu werden. Außer Kim kommt dann irgendwann. Hat sich Kim schon mal abgeschossen? Weiß ich nicht. Bestimmt. Nee, meistens habe ich Eintracht berührt und habe dann selber den Schaden davon gebracht. Wie so oft. Aber es ist auch unfair, mit einem Panzer gegen hier so ein Pappauto zu fahren. Oh nee. Alter, was ist denn hier los? Ist denn hier ernst, oder? Mir fällt jetzt gerade auf, die Wichser haben meinen Flügel nicht repariert. Ich wundere mich so, Alter, warum gehen die Kurven nicht Vollspeed? Alter, was ist denn hier schon wieder los? Ich mag unsere Boxencrew, die stellt uns immer wieder vor Herausforderungen. War der Flügel wenigstens ganz kaputt oder nur ein Teil? Oh, vorne komplett. Das ist natürlich schlecht. Ich habe mich mit meinem noch überlegt, ob ich vielleicht riskieren soll. Da war die rechte Endplatte kaputt. Rot. Kim, was wäre? Warum fährst du in die Box? Weiß ich auch nicht so genau. Komisch, ne? Jetzt haben sie in der Box einfach richtig kaputt gemacht. Jetzt müssen sie ihn wechseln. Das ist auch eine Taktik. Ich habe übrigens gerade meine persönliche Bestzeit aufgestellt. 2 Minuten 9. Was? Mach den Flügel noch langsamer drauf. Ja, das funktioniert bei denen ganz gut immer. Hülkenberg ist beide bei ausgeschieden, ja. Ja, schade für ihn, ne?
Zwei Boxenstopp auf was? Ich will das nicht kriegen. Geil, ich habe eine absolute Sektorbestzeit. Minus 16 Sekunden. Nach vier Runden habe ich es dann endlich mal geschafft, die Runde normal zu fahren. Wow! Alter, habt ihr da keine Heizdecken drauf gehabt oder was? Holy shit, Alter. Wir haben die Heizdecken auf die Felge gelegt, Kim. Alter, das Rennen geht so schief. Das ist schon schief gelaufen, Alter. Oh, es hätte schlimmer enden können. Nicht. Ich muss gleich. Die haben mir den Flügel nicht gewechselt. Wie hätte es denn noch schlimmer sein können? Sie hätten die Reifen vergessen. Wäre egal gewesen. Du meinst, wäre es genauso schnell gewesen? Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5,5. Solche Pasta, Alter. Also langsam komme ich da vielleicht auch mal wieder ans Feld ran. Nur noch 5 Sekunden. Weiß einer von euch, was die schnellste Runde war? Weiß ich gleich. Unfassbar. Weiß ich doch nicht gleich, scheiße. Ja, Jeff, ne? Schlag mal eine andere Strategie vor. Mhm. Yeah. Ist ungefähr die gleiche, die wir auch hatten. Okay, nehme ich an. Man muss sie ja bei Laune halten, ne? Wenn sie sich schon die Mühe machen, dieselbe Strategie rauszusuchen. Und dann alles neu zu verkaufen. Ich bin eine 53,3 gefahren gerade. Timmy fährt Eau Rouge nicht. Tim ist raus. Fuck, Alter. Ich bin raus. Du wurdest überrundet. Safety car incoming. Hätte ich jetzt kein Problem mit dem gesagt. Bis jetzt wartet ihr noch gemütlich. Das war wohl nichts. Safety Car kommt wohl doch nicht, Kim. Nee. Wie lächerlich einfach. So ein Crash. Da vorne ist ein Auto! Ich hätte die Box, warum haut es ab? Es hat Angst vor mir. Ja. So. Doof ist nur, ich sollte jetzt auch in die Box fahren. Nachdem ich jetzt endlich wieder das Feld sehe. Wow, oioioioioi. Safe. 360 Sachen drauf. 360? Ja. Ich auch. 358, um mal zu sehen. Ich hab gewusst, dass seine ist. Wir sollten nicht mehr so lange Pausen zu den Rennen machen, Alter. Ja, High Touch. Jo. Jo. Macht doch eure Probleme nicht zu meinen. Kann nicht sein hier, dass ich so einen Rotz zusammenfahre. Bescheiden. Erscheide gesagt. Viel Freizeit. Kannst du schon mal ein bisschen Monster trainieren? Genau.
So, Alter, ich komm Pack in dir. Leichter gesagt, jetzt getan, ne? Die Flügel auf, die Flügel! Was Flügel? Geflügel gibt's nicht. Bitte? Warum hast du an ihm gerade kein DS gehabt? Weil ich kein DS hatte. Gutes Argument! Was war ich da genug? Oh, jetzt, das wird schon. Das wird Abflug. Oh, langweilig. Boah! Hot. Oh, oh. Oh, ich glaube, ich muss abkürzen. Oh, gelb? Gelb. Es gab einen Unfall, iTouch. Nee, ich weiß nicht. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, das war durch meine interessante Linie. Langsam sehe ich das Feld und jetzt muss ich in die Box. Das ist doch scheiße. Iha! Wer ist denn das da vor mir? Alonso. Was macht denn der da? Alonso ist fast am Band. Was tut das Message? Was? Erwartest du jetzt von mir, dass ich stehen bleibe? Du sollst ihn mal vorbei lassen. Lass ihn vorbei. Das ist Paddy. Alonso, have to overlap you now. Bis das glaube ich nicht. Hey, Verstappen, fahr mal schnell in die Box. Alter, komm, da sind sie. Hä? Warum gibt denn der nicht Gas, Mann? Wer er? Mein Auto! Gas kaputt. Ich fahre in die Box und der fährt so gemütlich mit 40 Sachen so schön. Ganz geil. Oh, schöne Reifen. Oh, unsafe release. Hä? Also in wem bin ich drin? In einem der Bullen gewesen. Ja, das habe ich gesehen, aber ich weiß nicht welcher. Haha, Verstappen überholt in der Box, du Lappen. Haha. Sag mal sowas von safe, unsafe. Safe, unsafe, Alter. So, jetzt hab ich. Was? Das Feld. Welches? Das Feld. Achso. Das. Ach, oh, dieses. Danke, Button. Hat er dich auch jetzt? Kaputt? Ja, rechts vorne, Mann. Oh. Was, orange? Das war knapp, ey. Der hat die passende Schuhmacher Cold Hard gemacht, ey. Oh, ja, das muss geil ausgesehen haben. Ja, klar, cleared auf 5, Alter. Der ja, der hält alle auf. Extrem, Alter. Ja, das finde ich gut. Vielleicht kriege ich ja dann auch noch mal den Anschluss. Boah, jetzt zu dritt. Blanchiment. Oh! Oh! Und cleared! Alter, was soll das denn, Alter? Typisch iTouch, ne? Der räumt erstmal alle auf. Ja, er war ausgiebig Safety Car. Jawohl, nur ein bisschen zu spät, leider. Naja, jetzt bin ich wenigstens mal wieder am Feld dran. Leider kam das Safety Car eine Runde zu spät, weil sonst hätte ich mir den Stop gespart. Ach, naja. Aber immer wieder das Gleiche, ne? Alter, macht Scheiße davon. Ich hab gar nichts gemacht. Du hast teilgenommen, das reicht. Mach doch nicht mal an den Fall. Ohne Scheiß, genau an der Stelle hat mich Harry am Runde 2 oder so gedreht. Gut, Jerez. Rechts ist Gas. Ach so. Vettel ist doch Vettel. Hä? Jetzt. Warte mal, ich check mal, wo Vettel ist. Der ist irgendwie auf einmal so weit weg. 2 Sekunden. Ja, der ist Gutierrez, gib Gas, sonst holen wir das Safety Car nicht mehr ein. Weil eigentlich war mit seinem nächsten schon. Ach, das Virtual Safety Car. Ja, ja, hast du schon dreimal gesagt. Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, das Safety Car, und habe mich gewundert, was hier los ist. Gas geben!
Ich beschleunige mal Gutierrez aus. Tschüssi! Warum bremst denn der? 8,8 Sekunden, Kim. Ja. Wow. Das war knapp. Ja, aber wow. Ja, hat Platz gelassen. Ich frage mich die ganze Zeit, warum iTouch die ganze Zeit... Boah, das war knapp. Boah, das war knapp. Aber nie abfliegt und bei mir überall safe und dann einmal BAM!